Sorry, die Vorausgruppe ist noch nicht aufgetaucht. Ja, ich würde zweimal nicken und dir dann Daumen nach oben zeigen. Und Rafime ist etwas eingeschränkt in der Kommunikation. Wo sind die anderen? Mischt sich Evanora ein, auch auf Ressual, als wäre es das Einfachste der Welt. Wie ich bereits sagte, sie sind noch nicht aufgetaucht. Aber sie sind hier unten. Davon ist auszugehen. Vielleicht müssen sie sich verborgen halten. Ich bin sicher, dass sie wieder zu uns stoßen werden. Was ist also die Idee, Kapitania? Halten wir hier die Position? Wie ist die Lage hier? Ich schau mal fragend an. Also wir haben Bautor, wir haben Rafim, wahrscheinlich irgendeine Leiche, die im Wasser treibt. Ja, mehrere Leichen, viel Blut, ein paar abgefetzte Haie, die da noch rumdümpeln, ein paar Quallen und unter dir ein gewaltiges Seeschlangenskelett. Und okay. Ich hab ein Hai. Okay, ich würde mal auf Attack zurückgreifen und dem Hai-reitenden Rafim signalisieren. Lagebericht? Rafim hat diese Krakonia wieder zurück zu Krakon geführt. Sie haben sich erinnert. Das ist sehr gut. Kann ich meine Menschenkenntnisprobe würfeln auf diese Krakonia, ob die noch geistig anwesend sind oder sind die gerade einfach von Chor besessen? Götterkult, irgendwie sowas? Du hast ja schon eine Menschenkenntnis gewürfelt, ne? Ja, aber nur, ob die aufgeben wollen. Jetzt sind die ja irgendwie geistig geführt woanders. Du siehst einen heiligen Zorn. Die kämpfen jetzt nicht gegen dich, aber du siehst, wie sie wohl ihre Gesichter jetzt nicht auf dich gewandt haben, sondern nach unten auf die Stadt, Jarl zu Gott. Dann möchte ich einfach nur nicken und Sulamin Daumen nach oben zeigen. Es sieht gut aus. Offensichtlich. Also rücken wir jetzt mit unseren neu gewonnenen Truppen in die Stadt ein. Wir haben den Respekt bekommen, den wir brauchten. Wir können uns zumindest in Jarzogot bewegen. Wir sind Krieger. Ihr seid Krieger, keine Bauern. Auch wenn ihr Mürb heute seid. Schlobere Alp. Ja, ich würde einmal nach unten zeigen und dich dann fragend anschauen. Nach unten gehen. Ja, ich nicke. Dann möchte ich, wie es für mich jetzt, ich meine, ich kenne mich mit Krakonia ja nicht aus, deswegen mein passendes Unwissen, wie es sich gehört, auf einem Hai nach unten einreihen. Ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr wisst, was wir vorhaben, Kapitania. Ist kompliziert, aber ich denke, das war der erste oder vielleicht auch der zweite Schritt. Ich folge wie immer eurer Weisenführung. Ja, währenddessen kann der erste Schritt abgeschlossen werden. Ihr könnt Abelmir und Boltax, die den Götterkrater wieder nach oben schwimmen, habt nur wenig Blick auf den Kampf von Bautor, der hoffentlich siegreich endet. Ansonsten ist das sowieso hier alles nicht so abzulaufen, wie ihr es eigentlich geplant hattet. Gerade braucht ihr Rafim auch in der Endschlacht. Das hier ist nur ein kurzes Zwischen- oder Vorspiel. Und so könnt ihr dann wieder in den alten Tempel der Barlana, der heiligen Piraine, wieder einkehren, wo ihr von den verstörenden Schmerzensschreien der Menschen wieder in die Realität geholt werdet, die dort angebunden in diese Gehirnstruktur oder diesen Algentempel möchte man gar nichts mehr sagen, aber so heißt er, für die neuen Krakonier als Leichtümpel dient. Also wirklich, das sind Zwerge, das wäre schon ziemlich schwierig, aber das sind ja nur Menschen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, ach, wenn das Zwerge wären, wäre das schon furchtbar. Stell dir vor, das wäre ein Zwerg. Nein, das können wir uns so nicht vorstellen. Zwerge würden hier eh gar nicht runterkommen. Die Selbstgespräche von Boltax hören wohl wahrscheinlich nie auf, aber mir ist er jetzt schon maximal genervt. Das wird wohl seine Nervosität sein. Aber ihr werdet zumindest von den Priestern und auch dem Hohepriester nicht erkannt, weil ihr immer noch unter eurem Zauber leidet. Ihr könnt sehen, wie euer Gefährte mit fehlendem Arm auf
Naja, eine Bank ist es nicht, aber so eine Muschel sitzt, die da wohl angebracht ist, und der Arm wurde wohl verbunden mit weiteren Algen und eine Paste, eine grüne Paste, die darauf geschmiert worden ist. Zumindest für die Krakonier wirkt er als einer der ihren, als einer der Bauern. Für euch sitzt dort weiterhin mit einem fehlenden Arm der Schiffsmagus von Rafik Ibn Dahmani. Da ist er ja. Schnell, lass uns ihn lang. Ja, das ist richtig. Ah, wie er aussieht. Hast du dir angeschaut, wie er aussieht? Puh, der sieht ziemlich fertig aus, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich, aber er wird schon schaffen. Wenn nicht, naja, wer hat ihn gewarnt? Ich zuschwimmen und ihm meine Schulter mal rütteln. Ja, wenn du ihn rüttelst, dann schaut er dich auch an, und weitere Blasen, die aus seinem Mund aufsteigen, er sieht wieder sehr wehleidig aus, Schmerzen, die immer noch in seinem Arm, oder auch dieser Verlust, der jetzt auch ihn mittlerweile gebackt hat, wo viele Minuten vergangen sind und er sich jetzt auch bewusst machen konnte, dass sein Arm fehlt. Mein Tanti kommt jetzt, wir müssen los. Ja, schnell. Er nickt, blubbert wieder und kommt euch dann mit einem Arm hinterher geschwommen. Packt dann das Seil, was zwischen euch in der Mitte existiert, und lässt sich dann ziehen. Genau, wir würden wahrscheinlich in die Mitte nehmen und zwei ziehen sozusagen. Ja. Ihr könnt das dadurch nicht verlieren, vor allen Dingen. Ihr seid unglaublich langsam dadurch, aber ja, zumindest er ist eine harmlose Gestalt und ihr unbemerkt, sodass ihr dann wieder auch aus dem Algenteppel nach draußen schwimmen könntet. Da kennt ihr, ja, Rafim hat seinen gewaltigen Rochen mittlerweile aufgegeben, hat einen Hai, den er mittlerweile nach unten steuert, und an seiner Seite Zulamin, Serpentilio, etwas im Versatz, und Ephanora und Feimut. Ja, ihr seid auf 30 bis 40 Schritt, da muss ich den Zauber fallen lassen, damit wir nicht so völlig überrascht sind. Hier sind wir! Kannst du den Zauber nicht fallen lassen, das muss Dings für dich tun. Ignoranz, ich hab den gewirkt auf Bolltanz nur auf mich, also kann ich nur fallen lassen. Ach, du hast den gewirkt. Oh, sorry, ich dachte, der kam auch von unserem Illusionisten. Ah, dann ist egal. Uiuiui, wie viele sind denn das? Ich dachte, wir wollten eine kleine Gruppe sein. Sind wir damit nicht zu auffällig? Ah, ich weiß es nicht. Ah, vielleicht aber auch nicht. Ah, hallo, kommt doch mal her. Oh, Rafim, schöne heile Welt, nicht wahr? Heile Welt. Hast du das verstanden? Ja, den fand ich fantastisch. Ein wunderbarer Witz. Ja, finde ich auch. Alltags? Oh, Zulamin, wie fandest du den Witz? Heile Welt. Weil er heiratet. Ich verstehe. Ich glaube, ihr bekommt die Tiefe nicht besonders gut. Er redet nach einem Stück. Mir schon eher, als hätte der Zwerg sich am nächsten Fluch zugezogen. Ist dein Plan aufgegangen? Ja, selbstverständlich. Ich habe ihm diese Impression gegeben und als sein Gott zu ihm gesprochen. Und dann habe ich den Krieg der Wogen gesehen und brutal. Und wie die Rissor ihm einen Ring nach dem anderen abgeschlagen haben. Ach nein, das war nicht die Rissor, das waren die Krakonier, oder? Ja, das war die Krakonier. Der Krieg der Ströme, den hast du gesehen. Ja, ich weiß. Ich habe das durcheinander gebracht als Spieler. Aber egal. Naja, ich steckte relativ lange in diesem Krakonier fest. Ja, wir kennen ihn jetzt gut. Ja, das ist ein Fähnchen im Wind. Oder hier sagt man vielleicht eher ein Getriebe in der Strömung. Ja, wir wissen, mit wem er alliiert ist und wen er nicht mag, wo er Sympathien hegt und Antipathien. Und ich glaube, ich weiß auch, mit welchem Argument wir ihn kriegen. Ja, das ist eine gute Idee. Mit Argumenten kriegen wir ihn sicherlich auch, wenn er uns nicht sowieso jetzt schon unterstützt. Ich habe ihm das eingegeben mit Rafim, der hier auftaucht auf dem Rochen. Und jetzt, wo der Rochen da ist, da wird er sich dem Willen von Rafim anschließen. Ja, mittlerweile könnt ihr auch sehen, wie ihr aus den verschiedenen Ebenen, also vor allem von den Gebäuden, von den Häusern, die weiter am Kraterrand entfernt stehen, zahlreiche Priester aus den Häusern herausschauen und weitere Highreiter auf euch zukommen. Vor allem auch wieder vom Krakenmolchpalast der Leichmutter, die euch dann umzingeln. Mittlerweile sind es wohl nicht 20, sondern eher 200. Slobralp! Ich würde mal spontan übersetzen für ihn, für Rafim. Mürbhäute. Er nannte uns Mürbhäute.
Wenn du einen Mürb heute in Attack übersetzen kannst, hab ich meinen Respekt vor dir. Menschen, dann würde ich sagen, Menschen dann übersetzen. Warte, er muss ja nicht mit dir attacken. Achso, doch, du kannst ihn noch nicht hören. Doch. Ah, shit. Gar nichts. Aber ich übersetze in Menschen halt. Mürb heute Menschen. Ihr seid keine Teichkrieger. Das ist richtig. Sind wir nicht. Nein, ich bin ein Zwerg. Kiemen los. Ja, wie auch immer. Also, wer bist du? Für wen hältst du dich eigentlich? Hauptmann der Wache. Na gut. Und wie heißt du? Wie heißt du, Mürbhaut? Ich hab dich zuerst gefragt. Julruk. Ja, siehst du. Geht doch. Ich bin Boltax. Und das hier ist der versprochene Krieger. Der durch die Wogen fahren wird. Er ist der Zorn. Er ist die blutige Klinge. Das ist Raphim. Ja, ich deute mal auf Raphim und zeig eben dann auf Attack irgendein Zeichen im Sinne von: Du bist gemein, mach was. ist meine rote Aura mir noch erhalten geblieben oder wie schnell verflüchtigt die sich? Mittlerweile bist du nicht mehr so sehr rot leuchtend. Also zumindest dieser Impuls ist weg und auch dein schwarzes Fell, beziehungsweise der über Schlachtfeld schreitet, ist abgeklungen. Du bist halt noch ein bisschen rot glühend durch die Karma, durch die Karma-Punkte, die du ausgegeben hast, also als Entrückung. Aber ansonsten hast du keine auffällige rote Aura mehr. Nicht mehr so krass wie vorhin. Okay. Ich würde einfach mal interpretieren, dass Boltax jetzt von mir irgendwas erwartet. Ich würde mal den Speer in die Luft reißen. Haben die anderen Krakonier uns eigentlich begleitet oder sind die einfach da oben hängen geblieben? Nein, die haben euch begleitet und die schwimmen jetzt auch in eurem Pulk und werden ebenso von diesen 200 Wachen weiter umkreist. Also es ist noch nicht komplett umkreist, aber sie schließen jetzt weiter und weiter. Mit jeder verstreichenden Sekunde schließen sie diesen Kreis um euch. Auch, also kompletter Kreis, nicht nur 360 Grad, kugelförmig, genau, voll kugelförmig. Ja, ich kann mit denen nicht sprechen. Ich reiße den Speer nach oben in der Hoffnung, dass der Rest von denen den erkennt und schau mal erwartungsvoll in Richtung von meinen Kameraden oder von Schragnagul, weil ich kann ja nicht mit denen reden. Kiemenlose Invayat. Er ist der Erwählte. Kniet nieder von ihm und huldigt ihm. Er trägt den Speer des Krakon des Krakon. Ja, sie schauen euch verständnislos weiter an. Ihr seid keine Priester, ihr seid Krieger. Wir sind beides. Priester, keine Krieger. Die haben uns ja auch erst später dazukommen sehen, oder? Ja. Wir sind Priester. Ich zeig auf mich und Abelmir. Die sind Krieger. Und wir verkünden die Ankunft des Speers, der durch die Wogen gleitet. Der Speer, der durch die Dunkelheit gleitet. Der Speer, der durch alles gleitet. Er zittert. Ihr seid Priester. Aber von Mürbhaut. Kiemenlos. Ich kann nicht entscheiden, ich Krieger, was wir mit euch machen. Ich bringe euch zu Rat. Tu das, aber schnell. Ja, und ich mache noch aus dem Show-Effekt heraus, lasse ich eine Leuchtkugel in Flimflam über mir aufsteigen. Okay, das ist eine gute Idee. Du merkst auch wieder, wie die astralen Kräfte nach draußen gezogen werden. Eine Kugel, die nach oben steigt und gleichzeitig die verlorene Sternkraft, die nach unten zum Kraterrand gezogen wird.
Sie nicken dir respektvoll zu, murmeln noch einmal Priesterkaste. Und dann lösen sich dieser Vollkreis löst sich einmal wieder auf, sodass ihr dann begleitet werdet zum Tempel auf dem Rand des Kraters vom Krakenmolchpalast der Leichmutter Wurkraugts. Ein grotesker Bau mit gewundenen Türmen und Trakten aus Granit, aus Eisen und aus Krakensilber. Ihr könnt dann in die gewaltige Grotte hineinschwimmen, wo dann auch die hohe Priester sitzen, beziehungsweise jetzt nach und nach Platz nehmen. Ihr könnt in der Mitte den heiligen Krakenthron erkennen, aus seiner lebenden Krake mit teilweise Ästen, die so ein bisschen schwarz leuchten, fluoreszieren, alles in so ein unheiliges Licht tauchen und auf dem er dann Platz genommen hat. Ketten aus Blauglanz, die dann hier an die Multipoden angeschlagen sind und diesen Kraken noch zurückhalten, damit er euch nicht ertastet oder zerquetscht, wenn er dort mit seinen sicherlich 10 Metern im Maße Platz nimmt und dann nach und nach auch weitere Priester herbeischwimmen, die dann rechts und links hinter dem Thron neben ihm nicht Platz nehmen, sondern stehen bleiben, um euch zu begutachten. Es gibt eine kurze Pause und bisher hat noch niemand wirklich was gesagt. Ihr wisst auch nicht genau, ob ihr selbst schon sprechen dürft. Da könnt ihr dann auch erkennen, wie der Hauptmann der Wache auf einen leeren Platz blickt, der relativ nah noch am Thron ist und dann verschwindet. Der Hohepriester auf dem Thron selbst, dessen Namen ihr auch schon wisst, weil er euch genannt worden ist, wird sein fettes, feistes Haupt selbstgefällig einmal euch zunicken und euch dann das Wort erteilen. Wir sind Wurkwornak, Hohepriester der Galgsul und Herrscher von Jarlzugot. Wir warten noch auf Guljokjuk, Hohepriester des Jonaho. Er wird vermisst. Wir warten. Auch wenn wir gespannt sind, was Slurbralp nach unten bringt. Freiwillig. Ho, 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 ho. Die anderen Priester fangen auch an zu lachen. Und nach weiteren 10 Minuten, die ihr dann wartet, könnt ihr sehen, wie ein sehr müder, wenn man das so sagen kann, Guljokjuk an seinen angestammten Platz heranschwebt und dann neben dem Hochkönig, dem Hohepriester, Platz nimmt. Wir sind vollzählig, Wurkwornak. Er deutet auf die verschiedenen anderen. Homas, Hohepriester der Shamashtu. Brusruk, Hohepriester des Schollairak. Urmashzul, Hohepriester des Quodasil. Und den letzten, auf den deutet er nicht, den stellt er auch nicht vor. Er nickt ihm auch nicht zu, er ignoriert ihn einfach. Das ist diese schmächtige, unterwürfige Kreatur, die ihr im Barlarna-Tempel erblickt hattet. Zumindest Abelmir und Boltax. Wir wollen wissen, was euch Slurbralp an die Unterfläche bringt. So nah an Fuchsjugot. Stehen wir hier immer noch unter der Wirkung des Zaubers von des Thanos-Zaubers von Magister... 13 Stunden, ja. Dann müsst ihr immer noch als harmlos, relativ harmlos erscheinen, ne? Nein, nicht. Mit 13 Stunden ist der Schleier der Unwissenheit. Genau, die harmlose Gestalt wurde in Spielrunden gemessen. Die wird weg sein, denke ich. Okay. Richtig, die ist weg. Okay. Er fragt uns, was wir wollen. Wir sollten ihm antworten, oder? Also, Abelmir, sag doch was. Wir sind die Münder des Auserwählten. Der Auserwählte fordert euch, die Ketten der Sklaverei abzuwerfen und wieder zu alter Größe zurückzufinden.
Seid ihr dazu bereit? Dein Speer wird die Ketten zerschlagen, wenn er seinen angestammten Platz einnimmt. Wir stehen unter keiner Sklaverei. Ja, also Gott ist ewig. Und nicht einmal Fuchs kann uns vernichten. Ich bin der Wur. Und ich stehe unter keinen Sklavenketten. Dann ist also nicht wahr, dass Mordal hierher zurückgekehrt ist, um eure Loyalität zu fordern. Du kannst sehen, wie sie abwechselnd bleich werden oder zurückzucken bei dem Namen. Selbst der Wur. Ihr fürchtet diesen Namen, ihr kennt ihn also. Mordal wurde bezwungen. Er ist weit weg. Er wird wiederkommen. Er ist auf dem Weg hierher. Und ihr wisst das. Boah, der Krakenthron gehört mir. Mordas Ringe wurden geraubt. Er kann uns nichts tun. Bayat hat Mordals Herrschaft bereits einmal abgestreift. Doch soll es jetzt ein Schattendasein fristen, wenn Mordal wiederkommt? Wollt ihr das? Oder wollt ihr euch dem Speer anschließen, der die Ketten zerteilt und der sich tief in Mordals bleiches Fleisch graben wird? Die blicken vor allem jetzt auch auf Rafim. Wollt ihr eure Hilfe anbieten? Ja, zu Gott. Vajat ist nicht auf Hilfe von außen angewiesen. Vajat besteht aus eigener Kraft. Ihr seid nur Breib. Ich würde jetzt mal für Rafim. Also ich kann mich nur in Attacken mit dir verständigen. Ja, du kannst mir vermutlich nur sagen. Ich übersetze dann wieder zurück und sagen, du musst jetzt so sprechen, was du da sagen willst. Schau dich an, wir brauchen ihre Hilfe. Gib ihm den Speer zu kosten. Sein Brennen wird ihr Fleisch verbrennen und sie macht das Chorspiel lassens. Überzeugt sie durch Taten. Wenn du neben dir zu dem Krakonier Schraknakul blickst, dann kannst du sehen, wie er mit dem Kopf schüttelt. Ihr seid keine Priester. Ihr dürft nicht fordern. Zeig ihnen die Macht des Speeres. Ihr seid auserwählt, das Chor. Okay, übersetzt irgendjemand für mich, was Schraknakul sagt? Das hat er mir ja schon mal gesagt. Unser ganzer Plan baut hier darauf auf, dass Schraknakul im Prinzip Teil der Priesterklasse ist oder war oder sein könnte, wenn wir das dazu führen, richtig? Ihr müsst, nicht, dass ich ihr müsst, von da an den Rat absteche. Genau. er ist ja auch noch kein Priester. Schraknakul muss erst einmal, er wird erst hohe Priester von Krakon, wenn die an Krakon erinnert worden sind und die kennen Krakon noch nicht. Genau, und die spontan jetzt abzustechen, ist einfach bescheuert. Ich wollte nicht, dass sie abstechen, nur dass sie mit der Spitze ihr Fleisch berührst, nicht, dass sie zustichst. Okay, dann möchte ich kurz in meinem eigenen Kopf und Abelmirs geistigen Fähigkeiten zweifeln und dann seinen Plan verwerfen, weil ich den für blöd halte. Haben wir nicht einen riesigen Avatar des Chor bei uns? Kann ich einfach jemand auf den zeigen? Vautor ist irgendwo abgetaucht, zwischen dem Seeschlangenskelett. Genau. Moment, aber ich. Der wird sich jetzt nicht den Ratspruch von irgendwie Krikonien anhören. Autor ist eine Kampfmaschine. Ja, Kampfmaschine bringt nicht viel, wenn man mit ihr nicht drohen kann. Also Bayat ist stark für sich selbst. Das ist wahr. Doch wir kommen nicht alleine. Unter uns ist ein Priester, der seinen angestammten Platz einnehmen wird. Und dieser wird unterstützt vom Speer, der durch die Wogen gleitet. Dieser Priester verdient einen Platz im Rat. Deine Macht ist es, die den Speer leitet.
Guljokjuk wird nicken. Ich habe es in meinem Traum gesehen. Ein Priester wird kommen. Und er ist gekommen. Ihr habt Krakon vergessen. Aber Krakon hat sich erhoben, um euch gegen Morudal beizustehen. Ihr mögt jetzt glauben, dass ihr diese Hilfe nicht benötigt. Aber ihr habt nicht das Heer gesehen, das er mit sich bringt. Ihr könnt sehen, wie einer der Priester nach vorne tritt. Ich werde für sie bürgen. Sie sollen mitkommen zu Tempel von Sholairak. Sie stehen unter meinem Schutz.